Ralf, schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu treffen. Was ich immer wieder feststelle, Ralf, jetzt nachdem ich etwas von deiner neuen, alten Produktion gehört habe, die Musik spricht ja eigentlich alle Altersklassen an, von jung bis alt. Ich merke das in der eigenen Familie. Meine Frau, die ist jung, aber sie ist keine Deutsche, sie ist Mongolin, aber sie liebt den deutschen Schlager, den du singst. Und ich habe eine kleine Tochter, die hat einen Lieblingshit von dir. Du bist meine Nummer eins. Das singt die manchmal von morgens bis abends. Dein Schlager ist ja nun mal, kommt ja von einem früheren Gassenhauer. Das ist ein Lied, da kann man mitsingen. Das bleibt sofort hängen. Ist eine Melodie, die einen fröhlich stimmt. Die Leute möchte ich einfach nur für 3 Minuten lang fröhlich sein lassen. Und wenn mir das gelingt mit einem Schlager, was will ich mehr? Nur die Zeiten haben sich natürlich geändert. Ne? Wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Die Medienlandschaft hat sich verändert. Es gibt leider nicht mehr die ZDF-Hitparade, die ja früher für solche Musik eine Institution war. Genau. Und Dieter Thomas Heck ist auch nicht mehr da, der den Schlager unterstützt hat. Wo findet man denn heute noch ein Forum für Schlager, um den publik zu machen? Also ich sag mal, noch mal darauf einzugehen ganz kurz, Dieter Thomas Heck, der Vater des deutschen Schlagers, hat natürlich alles dafür getan und hat auch immer wieder versucht, den deutschen Schlager weiterhin so hochleben zu lassen, wie er immer war. Und dafür bin ich ihm auch dankbar. Ich saß als Kind genauso vor dem Fernseher, der Badewanne. Und dann habe ich natürlich die ZDF-Hitparade gesehen. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Manfred, die Hauptplattform für den deutschen Schlager ist eindeutig das Radio immer noch. Da gibt es eben viele HR4, WDR4, die ganzen vierten Programme der öffentlich-rechtlichen. Dazu kommt natürlich das Forum überhaupt, das Internet. Und ich denke mal, damit ist man ganz gut bestückt. In deinen Schlagern spielen Frauen oft eine Rolle. Ist das wichtig für die Musik, für deine Musik? Manfred, ja. Was soll ich dir dazu sagen? Ich liebe die Frauen, das weißt du. Da gucke ich dich an, da höre ich nichts anderes. Und im Schlager sind die Frauen die Nummer eins. Da rein, lass mich heute nicht allein. Lass uns nicht rauchen. Gar kein Tag. Lass uns mehr gehen. Liebe kann doch keine Sünde sein. Was man tut, es geht. Ja, das ist ja hier auch ein Märchenschloss. Hier siehst du ja da auch im Hintergrund auf dem Bild hier das Schloss, beziehungsweise den Turm von Rapunzel. Liebe muss die schönste. Na klar, ein Rauch, ein Rauch, nicht ein Rauch. Wer findet das denn? Wo sind die Erfahrungen? Es gibt ja nun wirklich richtige Schlagerklassiker, die man kennt, wahrscheinlich von anderen Sängern, die vielleicht auch schon gar nicht mehr leben. Wirst du sowas auch bringen? Na klar, das gehört ja auch dazu. Also so 1, 2, 3 Sachen, die natürlich jeder kennt. Das bleibt nicht aus und mache ich auch unwahrscheinlich gerne. Ich sag mal ein Titel einfach nur so. Please release me, let me go. No? In Englisch oder in Deutsch? Richtung. Natürlich, da versuche ich es natürlich in Englisch zu singen, weil es gibt aber auch, ist eine schöne Anregung, man kann es auch mal in Deutsch machen. Von Goethe. 100 Jahre, als ich hier in diesem Schloss dich getroffen habe. Du hast feststellen müssen, dass du farbenblind warst. Es war nämlich eine schwarze Küche. Ja, Ralf, du hast ja heute hier auch im Hochzeitszimmer in der Trendelburg geschlafen. Da hast du einen großen Vorteil mir gegenüber. Ich habe hier auf der Trendelburg geheiratet, aber geschlafen habe ich hier oben nicht. Mein Bett stand ein paar Meter weiter. Aber könntest du dir vorstellen, dass du hier auch Hochzeit machen würdest? Auf jeden Fall. Ralf, das Zimmer kenne ich, das habe ich jetzt gesehen. Es gibt keinen Fernseher da. Was macht man da nachts? Was jeder andere Mensch auch macht, schlafen. Ja, und vorm Schlafen? Zähne putzen.
Das nicht. Das nicht. So sieht das bei mir zu Hause jetzt aus. Ich bleib in diesem Land.